21.45 Uhr, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu NDR Info. Was sich derzeit in norddeutschen Kinderkliniken abspielt, haben viele Mediziner so noch nicht erlebt. Die Intensivstationen platzen aus allen Nähten und täglich werden mehr schwerkranke Kinder eingeliefert. Die Diagnose oft eine Infektion mit dem RS-Virus, eine Atemwegserkrankung, die vor allem für Babys und Kleinkinder lebensgefährlich werden kann. Die Lage in den ohnehin schon überlasteten Kliniken ist dramatisch. Im christlichen Kinderhospital Osnabrück haben 17 von 21 Kindern auf der Säuglings- und Infektstation das RS-Virus. Dadurch kann sich bei Kleinkindern lebensgefährlich viel Schleim in den Lungen bilden. Das Robert-Koch-Institut warnt heute, in den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rechnen. Harte Wochen für die Kinderkliniken. Es ist die Menge der kranken Kinder, die das große Problem darstellt, dass wir alle auf einmal versorgen müssen. Und es ist natürlich der Beginn einer Welle. Wir sind im Moment im Anstieg. Während der Herbstferien gab es ein kleines Tal und jetzt beginnt es wieder neu. Das größte Problem? Es fehlen Intensivpflegekräfte. Immer wieder kommen mehr Kinder in die Notaufnahmen, als die Kliniken behandeln können. So fühlt es sich wirklich für uns eigentlich jeden Morgen auch so an, als würden wir triagieren und eben müssen darüber entscheiden, welches Kind kommen darf und welches nicht. Man muss ganz ehrlich sagen, die Sorge unter uns Kinderintensivmedizinern ist sehr, sehr groß, dass durch diesen Mangel an Versorgungskapazitäten natürlich Kinder auch zu Schaden kommen können. Es brauche jetzt kurzfristige Notfallpläne, etwa Sanitäter, die auf den Kinderintensivstationen einspringen. Vor allem aber mehr spezialisierte Pflegekräfte. Die Ausbildung dauert allerdings 3 bis 5 Jahre. Jetzt sei die Politik gefordert. Es müssen jetzt gravierende Umstrukturierungen passieren, weil ansonsten, wenn weiter die Flucht aus der Pflege so weitergeht, wie wir sie jetzt derzeit erleben, dann weiß ich nicht, ob wir im nächsten oder übernächsten Jahr überhaupt noch genug haben, um eben kranke Kinder auf einer Intensivstation behandeln zu können. Viele Kliniken, wie die in Osnabrück, behelfen sich kurzfristig, indem sie geplante Operationen und Untersuchungen verschieben. Doch damit wird aus dem Problem von heute nur das Problem von morgen. Der deutsche Pass. Bislang nach Japan und Singapur der drittwertvollste der Welt. In 190 Länder kann damit ohne Visum eingereist werden. Nun aber, so befürchtet die Union, könnte er zur, Zitat, Ramschware verkommen. Denn die Bundesinnenministerin will die Hürden zur Einbürgerung erleichtern, damit mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Und hier mal eine Übersicht, was unter anderem geplant ist. So sollen Kinder ausländischer Eltern künftig automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn sie in Deutschland geboren wurden. Außerdem soll die doppelte Staatsangehörigkeit künftig immer möglich sein. Es sind keine Sprachnachweise mehr nötig für Senioren. Und der erforderliche Mindestaufenthalt in Deutschland, der soll verkürzt werden. Von derzeit 8 auf 5 Jahre, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf 3 Jahre. Ich glaube, dass die Verkürzung der Fristen ein Anreiz für Integration sind. Ein Anreiz dafür, die Sprache schneller zu lernen. Ein Anreiz dafür, diejenigen besonders zu würdigen, die sich hier in Deutschland einbringen, die in ihrer Freizeit neben ihrem Job ehrenamtlich für andere sich einsetzen. Denen ermöglichen wir diesen verkürzten Weg. Soweit also die Bundesinnenministerin. Aber wie kommen diese Vorschläge an? Nachgefragt dazu bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Dausend in Berlin. Kerstin, wir haben es ja gehört, die Union, die fürchtet, der deutsche Pass werde Ramschware. Die Ampel ist sich aber einig. Ja, die Ampel ist sich in diesem Punkt mal völlig einig und das waren die drei Ampelparteien übrigens auch schon in dieser Frage, bevor sie überhaupt zur Ampel wurden, gewissermaßen. SPD, Grüne und FDP sehen Deutschland schon seit Jahrzehnten als Einwanderungsland und wollen eben das Staatsangehörigkeitsrecht dieser Lebenswirklichkeit, wie sie sagen, anpassen, verweisen dabei auch auf die Zahlen. In Deutschland leben Ende letzten Jahres, ist der Stand, rund 11 Millionen Menschen mit ausländischem Pass, sehr, sehr viele von denen schon sehr, sehr lange. Aber nur einer von 100 ungefähr lässt sich einbürgern. In den meisten europäischen Staaten sind es deutlich mehr. Und das liegt, sagt die Ampel, auch an den hohen Hürden bislang. Die Union und auch die AfD kritisieren die geplante Reform und sehen durch eine schnellere Einbürgerung den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährdet. Die Ampel argumentiert genau andersrum und deshalb wird die Reform auch bald kommen. Ja, die Ampel argumentiert, es sei ein Anreiz für Integration. Aber ist denn diese erleichterte Einbürgerung auch ein angemessenes Mittel gegen den Fachkräftemangel im Land?
Ja, das kann die Ampel natürlich nur hoffen, dass das auch dabei hilft. Aber klar ist, dass das nicht reichen wird. Der Unternehmerverband Nord sagt es heute schon ganz offen. Nette Idee, aber der große Wurf ist das nicht. Statt einer schnellen Einbürgerung würde viel mehr Sinn machen, ausländische Bildungs- und Berufsabschlüsse hier leichter anzuerkennen oder auch leichter Arbeitserlaubnisse zu erteilen. Und genau daran arbeitet die Ampel noch. Sie arbeitet gerade an einem Eckpunktepapier zur Fachkräfteeinwanderung mit genau solchen Erleichterungen. Und das soll dann auch schon kommende Woche vom Kabinett verabschiedet werden. Einordnungen von Kerstin Dausend. Vielen Dank nach Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt, wo die beiden Nordministerpräsidenten Günther und Weil sich heute für dringende Infrastrukturprojekte Unterstützung holen wollten. Und am Rande gab es dort auch gute Nachrichten in Sachen Northvolt. Die Pläne für die Batteriefabrik stehen bislang ja noch auf der Kippe. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther war in Berlin, weil es Zweifel gab, ob sich die Batteriezellenfabrik tatsächlich hier in Heide ansiedelt. Nach einem Gespräch mit dem Vorstandschef des schwedischen Konzerns Northvolt und der Förderzusage von Bundeswirtschaftsminister Habeck ist Schleswig-Holsteins Regierungschef zuversichtlich. Von daher gehe ich davon aus, dass das, was Northvolt auch dort bekannt hat, nämlich ganz klar auch zu dem Projekt zu stehen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass sie dieses Projekt umsetzen wollen. Die endgültige Entscheidung soll im ersten Quartal 2023 fallen. Auch die A20 war Thema in Berlin. Denn die Bundesregierung will alle Verkehrsvorhaben neu bewerten. Und die Schleswig-Holstein-CDU hatte Furcht, dass der Weiterbau der A20 durchs Raster fällt. Aus dem Bundesverkehrsministerium kamen beruhigende Signale. Doch östlich von Bad Segeberg ist die A20 schon zu Ende. Erfolgreiche Klagen haben den Weiterbau bisher verhindert. Eine Sonnenbrille, um das geschwollene Auge zu verstecken. Make-up, um blaue Flecken zu kaschieren. Wenn Frauen Opfer von Gewalt werden, versuchen sie das oft geheim zu halten. Und zwar aus Scham, denn der Täter ist nicht selten der eigene Partner. Am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen soll die Farbe Orange darauf aufmerksam machen, auch bei uns im Norden. Nicht nur Fahnen wie hier am Sitz des Unipräsidenten in Göttingen, auch orangefarbene Bänke wie hier in Osnabrück mahnen, kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen. Orange auch im ganzen Norden, auch auf dem Markt in Plön, Schleswig-Holstein. Dort sucht der Frauenpolitische Beirat das Gespräch und will sensibilisieren. Gesungen wird in Hamburg-Wilhelmsburg. Dort haben Frauen einen Lichterbazar organisiert für den sogenannten Orange Day. Ja, und wer es zu Hause dann nicht mehr aushält und sich traut auszubrechen, der steht oft vor dem Nichts. Ohne Wohnung, ohne Geld, dafür aber mit der Angst, weiter verfolgt zu werden. Die letzte Zuflucht ist dann oft das Frauenhaus. Doch dort gibt es häufig keinen Platz mehr. Hier mal ein Beispiel aus Itzehoe. Bis zu 15 von Gewalt bedrohten Frauen pro Monat können Eva Schön und ihre Kolleginnen kein Zimmer anbieten. Mit 18 Frauen und 10 Kindern sind sie derzeit wie immer voll belegt. Ich hatte kürzlich eine Anfrage von einer Frau mit 4 Kindern und ich konnte keinen Platz anbieten, Schleswig-Holstein konnte keinen Platz anbieten und ich habe auf der Suche nach einem Platz kein Bundesland gefunden, was zu dem Zeitpunkt ausreichend Plätze zur Verfügung hätte. Das ist tatsächlich frustrierend. In Schleswig-Holstein brauchen wir noch mal so viele Plätze, wie wir jetzt haben. Immer komplexere Fälle und noch mehr Dokumentation. Stetig mehr Arbeit für das Frauenhausteam. 3 Mitarbeiterinnen für 18 Frauen plus Kinder, das reicht nicht. Bei einer permanent vollen Auslastung oder sogar Überbelegung reicht es mit dem Personal nicht mehr. Und dann muss man ja noch mit einbeziehen, irgendwie, dass auch Kolleginnen im Urlaub sind, dann vielleicht noch Krankheit dazukommt. Das ist ganz schwierig, insbesondere, weil es einfach ein sensibler Arbeitsbereich ist. Es geht ja auch darum, die Sicherheit von Frauen und Kindern möglichst gewährleisten zu können. Immerhin, 24 neue Plätze sind derzeit für Schleswig-Holstein in Planung. Und noch etwas hat der Kieler Landtag heute beschlossen. In einem Kompetenzzentrum gegen Gewalt an Frauen sollen Polizei, Justiz, Beratungsstellen und Jugendämter künftig enger zusammenarbeiten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Frauenhäuser. Doch was sie noch viel dringender bräuchten, mehr Personal, mehr Geld und hunderte zusätzliche Plätze.
Ist es bald vorbei mit dem Flughafen Bremen? Zumindest die Kurzstrecken nach Frankfurt, München oder Amsterdam wollen die Grünen gern streichen. So wollen sie es in ihr Wahlprogramm für 2023 aufnehmen. Die Regierungspartei will prüfen, ob der Flughafen nur noch für die Luft- und Raumfahrtindustrie wie Airbus weiterbetrieben werden soll. Koalitionspartner SPD widerspricht. Der Flughafen wird sowohl business- als auch touristisch genutzt. Und wer den Flughafen in Frage stellt, stellt auch den Wirtschaftsstandort in Frage. Ob das die Bremer Grünen überzeugt, zeigt sich morgen. Dann lässt die Partei über den Vorstandsentwurf für das Wahlprogramm abstimmen. Die Bürgerschaftswahl findet im Mai statt. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher sieht die Verantwortung für das Schlickproblem in der Elbe bei der Bundeswasserstraßenverwaltung. Sie soll schuld sein, dass die dicken Pötte den Hafen nicht mehr problemlos erreichen. Per Brief fordert Tschentscher mehrere Ministerien zum Handeln auf. Sie sollen ausbaggern lassen, statt den Tiefgang einzuschränken. Wir möchten Sie daher dringend bitten, die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Bundeswasserstraßenverwaltung zu treffen. Und weil Hamburg Probleme hat, den ausgebaggerten Schlick loszuwerden, fordert Tschentscher auch hier eine Lösung vom Bund. Und damit kommen wir zu einer vermissten Meldung aus dem Fürstenhaus. Alexander zu Schaumburg-Lippe sucht seine goldene Kanone. Jahrelang stand das edle Geschütz auf geschütztem Terrain, nämlich auf der Festung Wilhelmstein mitten im Steinhuder Meer. Nun aber wurde es offenbar in einer Nacht- und Nebelaktion geklaut. Unter aller Kanone findet der Fürst. Hier hinter Schaufensterglas stand das gute Stück. Und so sah sie aus. Prachtvoll, so eine Tischkanone. Übrig nur noch etwas Gestell, das die Diebe zurückgelassen haben. Ich vermute mal, dass sie die Kanone einschmelzen wollten, weil als Kanone selbst sie weiter zu verkaufen ist sehr schwierig. Und sie dachten, dass es echt Gold sein wird. Was es leider nicht ist. Tja, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. In diesem Fall Messing. Kaum Materialwert. Emotional hängt der Fürst trotzdem dran. Kanonen hat er zwar viele, aber die goldene, sie ist ein besonderes Erbstück, das Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe vom portugiesischen König nach einer Schlacht bekommen hat. Damit Kanone und Wagen schnell heimkehren, winkt sogar ein fürstlicher Finderlohn. Wenn diese Objekte unversehrt zu uns zurückkommen, dann zahlen wir 2000 Euro. Und wir stellen keine Fragen. Fragen stellen andere, und zwar die Polizei. Die ermittelt wegen schweren Einbruchdiebstahls bisher erfolglos. Auch der Inselverwalter rätselt, wie die Diebe den Coup durchgezogen haben. Also wir vermuten, dass sie ein Boot im Hagenburger Kanal zu Wasser gelassen haben und dann zur Insel rübergekommen sind und eventuell über den Blitzableiter und die Dachrinne sich Zugang zur Festung verschafft haben. Nun soll die Kameraüberwachung auf der Insel Wilhelmstein ausgeweitet werden. Trotzdem hofft der Fürst, dass die Diebe ein Einsehen haben und dass er bald wieder alle seine Kanonen beisammen hat. Ja, scharf geschossen wird hoffentlich auch am Sonntag wieder, und zwar aufs spanische Tor, wenn die Nationalmannschaft ihr zweites WM-Gruppenspiel absolviert. Der letzte Sieg gegen Spanien, der war übrigens 1988. Damals traf Rudi Völler gleich doppelt. Um die jetzige deutsche Elf macht der sich keine Sorgen. Wir haben eine Top-Mannschaft mit Weltklasse-Spielern, auch in den eigenen Reihen viele Spieler von Bayern München, die vor kurzem noch Barcelona zweimal in die Einzelteile zerlegt haben in der Champions League. Also ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, auch die Spanier zu schlagen. Rudi Völler gleich ist da übrigens auch bei 3:09 zu Gast. Aber vorher noch kurz der Blick aufs Wetter. Der Start ins Wochenende wird zunächst mal grau. Dichter Nebel am Samstagvormittag in weiten Teilen des Nordens. Nur ganz vereinzelt zeigt sich mal die Sonne. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 8 und 10 Grad ein. Und auch der Nachmittag verspricht keine große Besserung. Der Nebel hält sich tapfer und der Wind weht dazu nur schwach aus südwestlichen Richtungen. Am Sonntag gibt es dann ebenfalls viele Wolken, selten Sonne bei 7 bis 9 Grad. Und am Montag kommt dann auch noch Regen dazu bei 5 bis 8 Grad. Und das war der Tag im Norden. Hier geht's jetzt weiter mit, wie gesagt, 3:09. Ihnen dabei viel Spaß, einen schönen Abend und tschüss.